Ja, das ist das Video für Chris Kapp, Liar, Liar. Und der Grund dafür ist, das könnt ihr euch vielleicht denken, Kinderhäuser und Kinderhaus. Kinderhaus versus Kinderhäuser. Jetzt bin ich mal kurz auf die Ausbildungsstätte der Frau Breser, der Frau Karin Breser. Das ist die Athanor Academy, ehemalige Mitglieder. So, da habe ich geguckt und habe ich gedacht, das ist bestimmt möglich. Langhans, Dirk, Neuhaus. Ich finde da keine Karin Breser, komisch. Haben die schon runtergenommen, weil die Videos irgendwie durchgestochen sind? Ich verstehe das nicht. Ja, kann ja sein, vielleicht ein Versehen oder vielleicht hat sie ja, keine Ahnung, vielleicht ist sie ja auch Lehrerin da, keine Ahnung. Naja gut, also das Thema ist schon mal weg. Und dann haben wir natürlich noch hier eine von 2019, eine Tipp-Kritik vom Tipp Berlin vom 9.10.2019. Und Frau Breser wird ja nur als Dokumentarregisseurin da benannt. Ja, es geht da um Opfer, Fälle, also ziemlich so immer das Gleiche. Und dann muss ich euch noch eine kurze Sache vorlesen. Und zwar, ja, dann wurde gesagt, aus diesen Recherchen hätte ein spannender Theaterabend entstehen können. Leider findet Breser in ihrer Inszenierung weder eine tragfähige szenische Form, noch entstehen in dieser etwas zufällig montierten Stimmencollage Figuren oder auch nur Szenen, die über schauspielerisch routiniertes Psychologisieren und Klischees hinausgehen würden. 2 Punkte von 5. Okay, ist auch nicht so prickelnd. Und das könnt ihr finden unter der Überschrift, das ist nicht mehr Kunst, die Regisseurin Karin Breser. So, das war aber nur ein Teil meiner Recherche. Jetzt gehen wir mal auf das wunderbare Wikipedia-Fabrikat von Frau Breser offensichtlich, weil da steht kein Geburtsdatum, komisch. Aber es ist zusammengestellt, als hätte die Frau an der Metropolitan Opera gearbeitet oder ein riesen Lebenswerk hinterlassen. Also ich kenne keinen, der so eine massive Wikipedia-Seite hat mit nur diesen kleinen Röllchen in ihrem Leben und alles überall. Also wirklich, Frau Breser, alle Achtung, Sie kennen sich mit Wikipedia wirklich gut aus. Wenn Sie auch noch so gut lügen könnten mit Ihren Theaterprojekten, dann hätte das vielleicht geklappt. Aber so, nee. Also da muss ich sagen, tut mir leid. Nee. Nein, nein,